Hallo und herzlich willkommen zu Was passiert eigentlich in WoW Battle for Azeroth? Und wir stehen hier an einer düsteren Küste in Suldasar und zwar an Talanchis Nadel. Ich musste ein bisschen überlegen, welche Quest wir hier machen. Also klar, auf Kurs halten und dass wir mit dem sprechen, aber warum wir hier sind. Hier steht nämlich, Prinzessin Talanchis Aktionen haben unsere Verfolger aufgehalten. Ihr Loa ist wahrlich sehr mächtig. Ich glaube, die meinen damit Allianz-Verfolger und die Aktion mit der Allianz. Also die Aktion mit Rezaan und mit der Allianz. Das hat jetzt auch nichts mit der Hauptquest zu tun, aber wir gehen trotzdem mal hin. Denn es ist eine Quest in Suldasar und ich möchte erst das Gebiet zu Ende machen, ehe ich ein neues besuche. Und ja, Talanchis Nadel ist dann wohl hier diese Küste, an der die Allianz geschlagen wurde. Dann gehen wir da mal hin. Ich reite mal auf den Boden, um die Leute hier nicht zu verwirren, warum ich hier ein fliegendes Totenross habe. Und da sind auch schon die Banner der Verlassenen. Hallo! Warum sprechen die nicht? Sie sagt, warum sammelt ihr Ungeziefer in der Kiste? Und der kleine Gnom sagt, alles hat seinen Preis und diese kribbeligen Krabbelviecher werden mir ein Vermögen einbringen, sobald ich sie nach Kalimdor zurückbringe. Und sie sagt, die nähren sich von Blut. Wie wollt ihr die füttern? Ihr konzentriert euch zu sehr auf die Einzelheiten. Es wird schon gut gehen. Okay, da kommt auch ein Spupsi. Die Muttermafia. Ich Oh, muss zuerst etwas Mütter. Die anvisieren. Müttermafia? Und hier steht Leutnant Dennis Düstermeer. Leutnant Dennis Düstermeer. Ich finde. Ich muss gerade mal klarkommen mit meinem Spiel, denn ich habe gerade noch was anderes gespielt und deswegen komme ich gerade nicht klar. Hallo, Leutnant Dennis. Du siehst nicht so freundlich aus, aber okay. Was benötigt ihr? Hat man euch geschickt, um nach mir zu sehen? Ich kann kaum glauben, dass jemand das Schiffsunglück überstanden hat. Der Befehl lautet zu gewährleisten, dass mögliche Überlebende keine Stellung sichern können. Aber es gab viel mehr von ihnen als erwartet, also müssen wir ihre Zahl dezimieren. Und worauf wartet ihr noch? Eine persönliche Einladung? Tötet 10 Schiffbrüchige der 7. Legion. Leb Aber wohl. ich soll ihn doch an Ehre erinnern. Aber okay. Was sie bei sich trugen? Wir müssen mehr über diese Seeleute erfahren, bevor wir Bericht erstatten. Bestenfalls würden wir in ihr Lager einfallen, aber mit so vielen kann unsere kleine Gruppe es nicht aufnehmen. Zum Glück für uns konzentrieren sie sich mehr auf ihre Bergungsaktion als auf ihre Sicherheit. Seht, ob ihr etwas über ihre Anführer herausfinden könnt, die dort plündern. Vertraut niemandem. Und dann gibt es auch Forscher der Verlassenen. Guten Was Tag. ist? Aha, für diese Arten aus Zandala brauchen wir ganz neue Kategorien. Welche Arten? Fürchtet die Die Lebenden. da? Hinter dir? Okay. Und das hatten wir ja schon, das Gespräch, dass sie gerne Tiere mitnehmen würde. Hey, Techie Drehtspule. Was wollt ihr? Produktive Plagegeister. Dieser Dschungel ist üppiger Lebensraum für die verschiedensten Kreaturen und Kleintiere. Zu dumm, dass wir uns hier mit Allianz-Treibholz herumschlagen müssen. Aber ich habe da, glaube ich, eine ziemlich geniale Idee. Zwei Wörter: giftige Insekten. Zuerst brauche ich eine Auswahl an Insekten: krabbelnde und fliegende. Nur so kann ich sicher sein, dass unser Test auch gründlich genug ist. Sammelt 5 Ich bin Käfer. froh, dass ich euch helfen konnte. Ich bin noch gar kein Käfersammler. Mann, ey, kann ich das nicht selber? Und Was darf Jebby, sein, zaster Mann? ich bin hier, um zu beobachten. Wir Zandalari sind sehr an den Verlassenen interessiert. Ja, positiv oder negativ? Krabbelfest mal. Oh, ich möchte handeln. Krabbelfest mal. Die Verlassenen hatten keine Nahrung bei sich. Ich halte es für möglich, dass die Kannibalen sind oder vielleicht müssen sie auch nichts essen. Tekkei und ich werden hier draußen verhungern. Mirani, wenn es nicht zu viel verlangt ist, könnt ihr uns was zu essen bringen? Vielleicht ein paar frische Krabben? Aha! So, okay. Kommt schon. Ah, das ist Irgendwas braucht man immer. auch süß. Also irgendwie, weil Das sie, kann ich nicht angreifen. sie und sie werden draußen verhungern, die Verlassenen. Die müssen einfach nichts essen. Ah,
Wer darf auf... Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Klein fürs... Okay. Isabel Marigan, Alchemiebedarf. Okay, ich finde die neuen Verlassenen halt schön und nicht schön. Ja. Okay. Sammeln, töten und wir werden mal gucken, ob die irgendwas sagen, kurz. Und wenn nicht, dann sehen wir uns, wenn ich diese Quest erledigt habe. Bis gleich. Ich habe alles erledigt. Es war nichts Spannendes. Insekten sammeln und das Übliche eben. Aber mal sehen, was die dazu sagen. Die finden das ja bestimmt klasse. Wir fangen einfach mal mit den Nebenquests an. Ich hoffe, das sind hier Nebenquests. Wir geben Jamie ihr Krabbenfest mal. Mein Magen knurrt jetzt schon, sagt sie. Das reicht vollkommen. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Butter und vielleicht etwas Zitrone. Nein, nicht im Ernst. Nein. Kommt wieder. Okay. Garantiert. Hey, die sind genau richtig. Okay, die freuen sich. Nebenquest abgeschlossen. Kiste voller Käfer. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Gar nicht gut. Oh. Was passiert da? Jetzt kann ich sie nicht mehr anklicken. Okay, eben konnte ich diese Kiste noch anklicken, aber es ist nichts passiert. Leutnant Dennis Düstermeer. Was mit der Sprache? Hier wimmelt es geradezu von Allianz. Wir haben getan, was wir konnten. Ich muss nach Verstärkung schicken. Ich habe nicht abgeschickten Brief, Speerkarte und ein Schifflogbuch. Über die Fracht. Aber eindeutig für jemanden in Sturmwind bestimmt. Und viele Notizen. Informationen ergeben sich nicht immer nur durch die offensichtlichsten Dinge. Das ist eine einzige Katastrophe. Die Informationen, die ihr gesammelt habt, scheinen darauf hinzudeuten, dass sie bereits Stellungen auf dieser Insel haben und diese hier nur eine davon ist. Sie haben ein Boot und wir müssen sie aufhalten. Hier ist etwas Zephyrum. Schiebt ihnen das auf ihrem Boot unter und sabotiert ihre Hoffnung auf Flucht. Wenn möglich, tötet den Kapitän, der die Evakuierung leitet. Haltet die Evakuierung der Allianz auf. Seid auf der Hut. Okay. Sie haben ein Boot. Dort. Irgendwo. Oh, ich muss das mal hier gerade so. Schön. Kaputte Schiffe. Schön. Nein, aber es ist... Ich mag die Welt auf Warcraft. Obwohl die andere Seite sieht so ein bisschen mau aus. Ne? Hier ist so voll die Gestaltung und da sind so die Berge wie aus so einem alten Spiel, wo man Gebirge gestalten konnte und dann einfach so hochzieht. Age of Empires oder so war das. Irgendwo konnte man Maps gestalten und so sehen die Gebirge aus. Einfach mal so hochgezogen, damit man da irgendwie nicht ran kann. Ja, yeah. Auch ein bisschen abgebrochen sieht das aus. Wer weiß. Aber es hieß, die haben ein Schiff. Aber das ist doch unser Schiff da. Oh. Mal schauen, was ich finde. Das ist das Boot. Ehrlich? Das ist das Boot? Okay, Kapitänin Sarai Naute, tust mir... leicht leid, weil ihr habt nur so ein kleines Miniboot. Und ich muss jetzt da euch zerstören. Auf geht's. Gut. Sie sagt auch nichts. Ihr kommt zu spät, sagt sie nur. Okay. Wir kommen immer zu spät. Alle kommen immer überall zu spät. Ich hab's trotzdem geschafft, sagt sie. Was hat sie geschafft? Was? Hier ist doch nichts. Jetzt erklär mal. Ich will jetzt erklären, während ich brauche ein Ziel. Neben ihnen kämpfe. Sie sagt irgendwie, ich habe es trotzdem geschafft. Und unauffällige Zephyrum-Bombe platzieren, bitte. Was hat sie geschafft? Na, du musst mich jetzt nicht angreifen. Ich fliege zurück, ich genieße das nochmal hier. Totale Feenflügel aus. Und wir sehen uns gleich beim Abgeben. So, ich bin wieder da mit meinem fröhlichen violetten Zauber schwingen. Und bitte, Dennis. Und wer seid ihr? Endlich läuft mal etwas so, wie es soll. Wir haben ihre Flucht für den Moment verhindert. Sieg für Sylvanas. Aber sie hat gesagt, sie hat es trotzdem geschafft.
Düstermeers Tagebuch. Ich lese euch das jetzt vor. Ich mag solche Sachen. Die geöffnete Seite des Tagebuchs ist erst halb beschrieben. Siehste, ist nur ganz kurz. Ich bin mir nicht sicher, warum gerade ich mit dieser Aufgabe betraut wurde. Mit meinen Fähigkeiten bin ich mehr zur Forschung prädestiniert. Die Kommandanten der Horde scheinen wohl nicht zu wissen, wie sie ihre Truppen mit optimaler Effizienz einsetzen. Wie es wohl Chadwick inzwischen ergangen ist? Ich sollte dies wohl nicht niederschreiben, aber er wurde mit seinem Trupp nach Nazmir beordert, auf strengst geheimen Befehl von Lady Sylvanas persönlich. Doch ob ich ihm das glauben soll? Ich möchte wetten, dass er sich wieder tranchieren lässt. Aber leider werde ich nicht zur Stelle sein können, um ihn wieder zusammenzuflicken. Es muss dort alles ein großes Abenteuer für sie sein. Ich wünschte, der Dieses Eintrag Ziel kann ich nicht angreifen. Unverendet. Das kann ich nicht angreifen. Ah ja, du wärst auch gern in Nazmir. Naja, Dennis. Shit happens. Sei froh, dass du hier bist. Aber Chadwick, mal sehen, ob wir den treffen. Manchmal trifft man dann solche Leute und das ist ihr Bett. Da liegt doch der Sarg. Okay. Das waren kurze Nebenquests. Einfach nochmal die Allianz kaputt machen. Und wir werden jetzt uns hier treffen. Denn wir reisen rüber ins Sturmsanktal. Bis gleich. Wir stehen vor Frau Segelriss und sagen, dass wir bereit sind, denn was die Allianz kann, Basen in Suldasa zu bauen. Das können wir schon lange. Setzt die Segel auf ins Sturmsanktal. Denn wir bauen jetzt auch unsere Basis auf Kul Tiras. Der sagt, Blut und Donner, was für eine Zauberei ist das. Unsere Schiffe sind vernichtet und unsere Truppen wurden ans Meer zurückgedrängt. Oberster Kriegsfürst Kromusch. Also Kromusch ist jetzt Kriegsfürst? Ich check's es nicht. Egal. Mir ist schleierhaft, mit welch bösen Zaubern die Kul Tiraner unsere Schiffe belegt haben, aber unsere Männer werden in diesem Moment gegen die Küste gedrängt und wir können sie nicht evakuieren. Keine Zeit für komplizierte Pläne, wir müssen sofort etwas unternehmen. Der Feind hat unsere Männer an die Küste zurückgedrängt und ihre Schiffe versenkt. Sie haben keine Rückzugsmöglichkeit. Wir müssen sie retten. Geht unter Deck, bemannt eine Kanone und gebt ihnen Feuerschutz. Ohne uns sind sie verloren. 40 Soldaten aus Kul Tiras. Niemals stumpf sein. Ach. Garona ist da unten. Okay. Aber wir wollen ja unter Deck. Ich und Schiffe. Hier geht's weiter runter. Okay. Oder überhaupt ich und Gebäude in so WoW. Kanone benutzt. Auf wen muss ich schießen? Da. Hätte ich es mal auf die SSD gepackt, dann wäre es jetzt bestimmt eine Sekunde schneller geladen. Da oben noch. Ach, da. Sind das hier eigentlich Hortler? Hortler, ne? Also, unsere. Ich sag mal unsere. Oh, Executor Gunny Anders. Gunny Anders? Gab es nicht mal einen bei der Allianz, der irgendwie anders hieß? Also aus... mit Nachnamen, also ein NPC. Mal schauen. Okay, ich habe Feuerschutz gegeben, alle abgeschossen. Gute Arbeit, jetzt haben unsere Truppen wieder ein bisschen Luft zum Atmen. Es sieht aus, als ob die Magie, die diese Kulturaner auf unsere Schiffe gewirkt haben, nachlässt. Ich bin mir aber sicher, dass das, was unseren Schiffen widerfahren ist, nur der Anfang ist. Begebt euch zur Küste, wir müssen die Überlebenden kontaktieren und herausfinden, wie unsere Gegner aufgestellt wird. Seid sicher. Du bist nicht Gunny Anders. Okay. Benutzt eines dieser Seile. Es sei denn, ihr schwimmt lieber. Ach, nö. Nö, danke. Ich spring ganz cool hier rein. Oh. Die sieht besser aus als alle bei der Allianz. Also, ich muss bei der Allianz sind öfter anvisieren. Mal Leute, die diese Schiffe steuern, aber die sah besser aus als alle anderen. Oh, hier, Mirali, der dunklen Fürstin sei Dank, dass ihr hier seid. Rexha hat einen Haufen Kul Tiraner in die Gebäude dort vorne gelockt. Er braucht Unterstützung. Oh, die ist aber hübsch. Seit wann sind die denn so hübsch? Bist du auch hübsch? Weil wahrscheinlich sind das einfach die Krankenschwestern, die relativ hübsch sind. Hast du einen Namen? Sanja Geisteskind. Und du bist hübsch. Ich glaube, das können wir so gucken. Die Meereswacht untersucht. Hallo? Huelo.
Oh nein! Huelo! Was hast du denn? Bist du tot? Die Kreatur sieht euch kurz mit schwachem Blick an, bevor sie wieder zu der in der Flanke steckenden Harpune blickt. Zieht die Harpune heraus. Aber das ist jetzt nicht besser, oder? Ha, noch eine wischt, sagt er. Schaut nur, wie der im Netz zappelt. Wird Spaß machen, den auszuweiden. Warum sprechen die nicht? Und wieso will der mich ausweiden? Ah, oh, Rexa hat mich gerettet. Okay. Sein Herz wird immer schwächer. Ich kann nichts mehr für ihn tun, außer seinen Qualen ein Ende zu setzen. Oh, Blut und Donner. Nein! Rexa! Das war dein Wolf. Rexa. Wie konntest du? Okay. Meine Beute nach. Sieht so aus, als hätten wir einen weiteren Krieg vor uns. Was führt euch in diesen Konflikt, Rexa? Eine berechtigte Frage. Im unsichtbaren Pfad habe ich andere Jäger gefunden, die mich in ihre Sippe aufgenommen haben. Wir kämpften, um ein zerstörtes Land zu verteidigen. Aber jetzt ist das Kriegshorn erneut erklungen. Als ich erfuhr, dass sie zurückgekehrt ist, musste ich dem Aufruf folgen. Sie? Wen meint ihr damit? Jaina Prachtmeer. Sie hat uns einst vor der Tyrannei durch ihren Vater beschützt. Diese Entscheidung war schwer und ehrenvoll. Aber sie konnte niemals vergessen, was Höllschrei Terramor angetan hat. Sie hat all ihren Hass gegen die Horde gelenkt. Sie ist zu weit gegangen und hat zu viele getötet. Ihr Rachefeldzug muss beendet werden. Ihr werdet gegen Jaina Prachtmeer kämpfen? Gegen sie, die Kultiraner und die ganze Allianz, wenn es sein muss. Ich liebe die Horde. Ich habe Thrall versprochen, dass ich sie immer verteidigen würde. Egal, wer diesen Krieg begonnen hat. Ich werde kämpfen, bis er vorbei ist oder ich tot bin. Auf der Pirsch. Okay, Rexa. Ich sollte dich mal... Sorfang vorstellen. Auf der Jagd. Hab Dank, diese Menschen haben heute einen großen Fehler gemacht. Ach so, ja gut, er ist jetzt richtig mad. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Na gut, kann ich verstehen. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Mit eurer Hilfe werden wir diesen Hunden aus Kulturas zeigen, was passiert, wenn man ein wildes Tier in die Ecke drängt. Die Reißzahnfeste liegt gleich den Pfad hier hoch. Kommt und ich erzähle euch die weiteren Details. Jetzt redet einer. Redet jetzt einer oder muss ich wieder vorlesen? Mal schauen. Folgt mir, die Festung ist nicht weit von hier. Na, dann nehme ich mal mein Bodenreittier. Okay. Der Angriff kam heute am frühen Morgen. Die Magier von Kulturas benutzten ein sonderbares Objekt, um diese Schrecken herbeizurufen, die sich um unsere Schiffe wandten. Als wir versuchten, die Besatzungen in Sicherheit zu bringen, griffen die Kultiraner an. Wir hatten nicht die Truppenstärke, um beide Stellungen zu halten. Also mussten wir uns ans Ufer zurückziehen. Okay. Viele tapfere Soldaten haben in der Schlacht ihr Leben gelassen. Eure Ankunft war ein wahrer Segen. Okay, Rexa ist mad wegen seinem Tier. Seht, hier atmet noch einer. Wer denn? Wo denn? Wer denn? Kaga Warmstein. Nur ruhig, die Kräuter werden eure Wunden lindern. Könnt ihr jetzt etwas aus dem Innern der Festung berichten? Gibt es noch andere Überlebende? Und sie sagt, Rexa, hust. Viele leisten noch immer Widerstand. Ihnen bleibt nicht viel Zeit. Kaga Warmstein. Der Hexendoktor ist tot. Bleibt wachsam. Ich dachte schon, ihr würde der Ehrenmutter zusammen mit dem Rest meiner Männer gegenübertreten. Okay. Ich werde meine Männer rächen, das spüre ich. Bring sie zur Strecke. Diese Leute aus Kulturas scheinen nicht normal zu sein. Menschen können, nach allem, was ich höre, ganz schön grausam sein, aber diese scheinen besondere Freude daran zu haben, die Gefallenen abzuschlachten. Die schlimmste unter ihnen war eine Frau mit einer merkwürdigen Maske. Sie schien den anderen Befehle zuzurufen. Also schätze ich, dass sie ihre Anführerin ist. Ehrt die Gefallenen und sorgt dafür, dass die Kultiraner und ihre Anführerin nicht überleben. Okay, die hat eine sehr interessante Maske. Hautmann, beinahe rettungswürdig. Wir haben versucht, so viele unserer Leute wie möglich aus der Festung zu evakuieren, doch einige der Peons hatten nicht so viel Glück. Als Kämpfer sind sie nicht zu gebrauchen, aber wir werden ihre Arbeitskraft in Zukunft noch benötigen. Bitte rettet sie, wenn ihr könnt. Okay, ein paar Peons. Ich habe immer was gemacht für Peons.
die Flammen löschen. Riecht ihr das? Rauch. Sie brennen die Reißzahnfeste nieder. Unsere Schlacht hat nicht viel Sinn, wenn unsere Basis dem Erdboden gleichgemacht wird. Ihre Gezeitenweisen benutzen Zauberstäbe, um ihre Wasserkonstrukte zu kontrollieren. Wenn wir diese in die Hände bekämen, hätten wir vielleicht eine Chance, die Feste zu retten. Holt diese Zauberstäbe und löscht die Brände, bevor das Lager zu Schutt und Asche verbrannt wird. Okay, mach ich. Lasst die Jagd beginnen. Das kann ich nicht angreifen. Hab Dank, ich werde den Kriegssturm sichern. Wir werden ihn brauchen, um den Rest der Truppen zu rufen. Kaga, eure Tapferkeit steht außer Frage, aber ihr seid nicht in der Lage zu kämpfen. Myrali, ich werde Kaga begleiten. Stoßt beim Kriegssturm zu uns, wenn ihr fertig seid. Okay, da stoßen wir zu uns und ihr auch. Und dann treffen wir uns da wieder. Ich habe das alles erledigt und jetzt treffen wir uns mit Rexha und ihr wieder, weil ich habe das erledigt und ihr habt euch hier gegen ein paar Fußsoldaten verteidigt. Okay. Centurio. Wir verteidigen diese Welt. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Gute Arbeit, wir werden ihre Arbeitskraft beim Wiederaufbau brauchen. Moment, ihr greift deren Land an, die bringen euch um und deswegen rächst du dich und sagst, die sind aber besonders grausam. Okay, okay, ist egal, ich spiele Horde. Da greifen wir einfach andere an und rächen uns danach an denen, wenn sie sich wehren. Ich fürchte meine die Tiefen dieser Erde nicht. Ah, Feuer, Blut, Krieg, nichts kann uns aufhalten. Ja, weil wir greifen ja hier auch gerade eigentlich an. Ah, zurückfordern, was uns gehört. Es gehört nicht euch, aber okay. Ich bin beeindruckt. Ihr habt nicht nur unsere Leute gerettet, sondern auch den Anführer der Angreifer getötet. Oben auf dem Turm ist unser Kriegshorn. Auf sein Signal hin werden unsere Truppen hereilen und wir werden diese Festung wieder unter unsere Kontrolle bringen. Ich glaube, ihr habt euch diese Ehre verdient. Lasst die Jagd beginnen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Hier so eine Garnison, da so ein Feuerchen und da die Haupthalle. Und jetzt blasen wir ins Horn und dann werten wir die auf Stufe 2 auf. Ja, okay, komm. Video? Ja. Okay, eine minimale Videosequenz. Danach stehen wir in der großen Halle. Er hat sein anderes Pet vom Stallmeister abgeholt, nämlich Misha den Bären. Und wir sagen Soll jetzt, dass wir aufspüren? Gepustet haben. Gute Arbeit, die meisten Gebäude waren leicht zu reparieren, aber wir müssen den Kriegshäuptling um weitere Truppen bitten. Wir werden um unseren Platz in diesem Land kämpfen müssen, so viel ist sicher. Warum kommen die immer und sagen, wir brauchen auch Platz in dem Land, wir auch, wir Orks, wir wollen auch Platz haben. Champion Rexha, in zahllosen Kriegen habe ich gelernt, dass derjenige, die alleine kämpfen, fallen werden. Diejenigen, Entschuldigung. Lasst uns wie ein Mann kämpfen. Gemeinsam stellen wir uns allen entgegen, was unsere Feinde aufbieten können. Ich habe einen Anhänger für mein tolles für die Horde, die Eidelspiel und die Reißzahnfeste ist unser am besten gesicherter Stützpunkt in Kul Tiras. Kaga und ihre Einheiten werden dank euch die Verstärkungen vornehmen können. Wir werden die Allianz überrollen. Sagt Nathanos, dass unsere Mission ein Erfolg war. Ich werde hier so lange helfen, wie man mich braucht. Und dann bekomme ich irgendwas Hübsches. So soll es sein. Und sage Tschüss. Bei Reißzahn und mit dir kann ich nicht reden. Der Finsternis. Sie sagt nochmal, geht mit der Erdenmutter. Ach, das ist eine. Oh, cool. Eine Dingens hier. Na, sag schon. Denkt immer an die Lehren der Erden. Kein normaler Taure. Sie ist kein normaler Taure. So ein anderer Taure. So ein. Der Pfade. Anderer. Hochbergtaure, genau. Und damit können wir hier einen Flugpunkt beanspruchen. Und wir können hier zurückfliegen. Wie kann ich euch helfen? Bringt uns zurück nach Suldasa. Okay. Dann sagen wir noch Nathanos Bescheid. Stimme der Horde. Achso, wir kriegen einfach nur irgendwas. Für die dunkle Fürstin. Okay. Stützpunkt im Sturmsanktal habe ich davon nur bekommen. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge.